Was machst du eigentlich nach dem Verkaufsgespräch? Mit dieser Frage beschäftige ich mich in diesem Film. Es gibt manche Menschen, die kommen vor lauter Arbeit gar nicht mehr zum Denken. Manchmal ist man auch als Mitarbeiter nahezu fremdbestimmt. Und selbst sogar als Selbstständigen passiert einem das, dass man hier und da immer wieder Feuerwehreinsätze hat, wo man spontan reagieren muss und man kaum noch zum Agieren kommt. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich, wie verhältst du dich nach dem Verkaufsgespräch? Aus meiner Überzeugung ist es extrem wichtig, ob du nun einen Abschluss beim Kunden gemacht hast oder auch nicht, dass du weißt, wie geht es denn jetzt eigentlich konkret weiter. Dass du also den Fuß irgendwie in der Tür hast, wenn du sagst, das ist ein Interessent oder das ist ein bestehender Kunde, mit dem möchte ich gerne weiterhin zusammenarbeiten. Aber dass man sich auch immer wieder fragt, welchen konkreten Verbleib habe ich eigentlich angestrebt, beziehungsweise wie gehe ich weiter? Welche Unterlagen muss ich ihm jetzt zukommen lassen? Welche Links muss ich ihm jetzt mailen? Wann bin ich wieder da vor Ort? Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist die kurze Frage, was lerne ich aus dem Gespräch? Ich glaube, wir müssen als Verkäufer oder generell als Menschen zunehmend immer besser und besser werden. Und man muss sich selber auch manchmal eigenverantwortlich reflektieren und sich fragen, warum hat jetzt der Kunde so schnell gekauft? Oder wieso hat das eigentlich so lange gedauert, bis der Kunde gekauft hat? Oder was waren eigentlich die Gründe, weswegen er gar nicht gekauft hat? Bis hin zu, wieso bin ich denn da jetzt gerade rausgeflogen? Wieso hat er den Hörer aufgeknallt? Ich glaube, wir müssen immer wieder eine kleine Schippe drauflegen und das können wir am besten, indem wir uns einfach wohlwollend hinterfragen im Sinne von, was lerne ich aus dem Gespräch? Ich habe gestern Abend zum Beispiel einen Vortrag gehalten, vor ungefähr 100 Leuten. Und da war dann eine Teilnehmerin da, von der ich wusste, dass die mindestens schon 100, wenn nicht sogar schon 200 Vorträge gehört hat von sehr erfolgreichen Vortragsrednern. Und ich bin dann zum Schluss auf sie zugegangen und hatte sie gefragt, sag mal, wie hat dir denn der Vortrag gefallen? Und sie hat gesagt, doch Oliver, der war gut. Und was noch? Ja, du, der war gut. Ich sage zu ihr, Susanne, komm, gib mir bitte eine Idee, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und dann hat sie mir tatsächlich eine Idee gegeben, wo sie sagt, Oliver, das ist wirklich nur ein Detail, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es allen aufgefallen ist, aber mir hätte es gefallen, hättest du in dem einen Bereich das so und so gemacht. Und damit habe ich doch schon wahnsinnig viel gelernt, für mich persönlich, einfach weil ich offen mal nachgefragt habe, Mensch, du, wo geht noch was? Weil die meisten Leute gehen ja so ein bisschen in ihrer Höflichkeit unter und sagen, ja, alles gut. Aber ich selber werde auch nicht dadurch besser, dass immer alle Leute sagen, ja, Oliver, alles gut. Ich werde sogar wachsen an meiner Persönlichkeit, wenn ein Kunde oder ein Teilnehmer sagt, nee, Oliver, so nicht, das finde ich nicht so gut. Dann kann ich doch dran wachsen und überlegen, okay, was lerne ich da draus? Wenn du jetzt also zunehmend besser und besser werden willst, frage dich also, was lerne ich aus dem Gespräch? Wer kann dir helfen? Wer kann dir ein gutes Feedback geben? Achte aber bitte darauf, dass du dir Feedback holst von Menschen, die möglichst es besser können wie du. Ich will jetzt damit ein bisschen verkürzt darstellen. Es ist tatsächlich manchmal so, dass man sich eine Meinung zu Herzen nimmt von einem, der an sich von Tuten und Blasen gar keine Ahnung hat. Also wenn du dir Meinungen einholst, dann bitte von Leuten, die im Idealfall über deine Liga, über deinem Niveau sind, weil die wissen ja, wo die Reise hingeht. Hol dir von den Leuten Hilfe. Frage gegebenenfalls auch mal das Internet oder lese ein Buch. Wo könntest du nochmal neu ansetzen? Was könntest du besser oder anders machen? Und so wirst du zunehmend über die einzelnen Wochen und Monate besser und besser. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, weil ich glaube, Kunden kaufen gerne, wenn sie es mit einem Ansprechpartner, einem Verkäufer, einer Verkäuferin zu tun haben, die wirklich Gas geben und engagiert sind. Viel Erfolg! Und falls du noch nicht abonniert hast, tu es bitte jetzt. Bis bald!